Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die alten Angry Birds Spiele, die es nicht mehr im App Store gibt, oder halt im Play Store, auf eurem Android-Gerät runterladen könnt. Also egal ob Tablet, Smartphone oder einfach ein Android-Emulator auf eurem PC. Als erstes geht ihr in den Play Store. Dann geht ihr hier drauf, gibt APK-Installer ein und wählt den aus, den ihr am besten findet. Ich finde, der ist gut, der ist auch übersichtlich. Ich verstehe nicht, warum der schlechteste Bewertungen hat. Ladet euch den runter. Schließt den Play Store. Geht ins Internet. Also schaut erstmal, ob er drauf ist. Geht ins Internet. Gibt dann, also jetzt nur zum Beispiel, Angry Birds Star Wars 2 APK jetzt in meinem Fall ein. Ich könnte auch mit Star Wars, Angry Birds Star Wars machen, mit Seasons, mit Angry Birds, mit einfach also mit normalen Angry Birds, es geht mit allem. Außer mit Fight, weil das braucht Server und das funktioniert nicht mehr. Mein kleiner Bruder schreit hier kommt jetzt rum. Dann klickt ihr. Und ich kann natürlich ein Up to Down oder das hier empfehlen. Ich kann euch keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und dann ladet euch ihr, dann ladet ihr euch die neueste Version runter. Oder ältere Version, falls ihr keinen Bock auf neue Sachen habt und ich habe keinen Bock auf Zoom. Das ist das Problem mit Touch-Funktion. Und wenn die runtergeladen ist, ich habe jetzt schon eine runtergeladen, damit es schneller geht, geht ihr wieder in euer Home-Menü. Schließt den Browser, falls ihr es wollt, geht schon mal in APK-Installer rein und drückt auf APKs installieren. Dann scrollt ihr runter. Bis ihr halt bei eurer gewünschten APK seid. Die werden einfach alle angezeigt, weil ich habe mir die zweimal runtergeladen, frage mich nicht warum. Fight habe ich ausprobiert, klappt nicht, weil ja Server runtergefahren wurden. Minecraft habe ich mir gekauft. Ich habe es mir nur mal als APK geholt, weil ich die Beta-Version spielen wollte. Aber es ist auch so kostenlos, aber das ist nicht so legal. Dann klickt ihr drauf. Hier ist jetzt zum Beispiel die kostenlose Version. Die nicht kostenlose Version ist ohne Werbung. Wir nehmen jetzt trotzdem mal die, weil ich einfach, ja, weil die weniger Speicherplatz braucht, nochmal extra. Und dann wählt ihr die aus und auf APKs installieren klicken. Dann kommt so ein Screen und ihr drückt auf installieren. Dann auf fertig. Dann schließt ihr einen APK-Installer. Wartet. Falls eure APKs nicht angezeigt werden, geht nochmal zurück. Geht nochmal rein. Hier könnt ihr jetzt auch sehen. Angry Birds Star Wars 2 ist runtergeladen. Dann schließt ihr ihn. Und ihr seht, es ist runtergeladen. Ihr könnt auch nochmal abchecken, ob es davor drauf war, ob es jetzt drauf ist. Und ja, bald werde ich vielleicht noch eins in Englisch machen. Ein Tutorial. Aber das war's mit dem Video. Vielleicht klappt's, dass ich euch jetzt noch zeigen kann, ob die APK auch funktioniert, die ich runtergeladen habe. Und dann werden, ja, meine Aufnahme wurde gerade abgebrochen. Ich muss jetzt zusammenschneiden, aber ist jetzt gar egal. Und dann seht ihr, es wird runtergeladen. Und es zeigt halt alles an. Und ihr könnt sehen, dann klickt ihr am besten nicht annehmen. Anders könnt ihr es nicht benutzen. Ich nehme so, ihr habt eine Wahl. Aber nein, hier. Schmelzt in 8 Stunden. Und ihr seht, alles funktioniert. Wenn ihr auf Toons TV klickt, werdet ihr einfach auf YouTube weitergeleitet und dann. Und es gibt leider keine Seite mehr. Das ist so traurig. Warum Rovio? Weil wenn ihr was wie Rovio Plus oder Angry Birds Plus rausbringen wollt, wo man einfach einen gewissen Betrag schon die alten Angry Birds Spiele spielen kann. Klar, hier ist die Lizenz abgelaufen, aber trotzdem. Weil von dem Geld, das sie machen, hätten sie genug Geld noch übrig, um sich die Lizenzen wieder zu kaufen. Und hier, seht ihr auch, wenn wir auf Start drücken, seht ihr, er ist alles da. Es funktioniert nicht auf iOS. Ihr müsst halt APK-Installer finden. Vielleicht klappt es nur mit Windows Phone, aber das weiß ich nicht. Und ihr seht, alles funktioniert. Ihr geht rein. Es ist einfach schön. Ihr könnt so alle alten Angry Birds Spiele spielen. Außer halt Fight.
und andere Spiele, die es da brauchen. Aber ich sehe jetzt Seasons habe ich mir so runtergeladen, ne? Transformers, das ist halt einfach aus meinem Shop weg gewesen. Epic. Geht immer noch. Ich verstehe nicht warum, weil das braucht das Server, oder? Vielleicht noch nicht, macht riesig Bock. Angry Birds Classic.